verehrte Frau Dr. Feist, liebe Frau Dieter, lieber Herr Dr. Scala, lieber Rainer Krause, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum. Ein herzliches Willkommen zum heutigen Abend hier im schönen Konzertsaal unserer Hochschule. Ich freue mich, dass wir für dieses besondere Konzert Gastgeber sein können. Die Landessammlung Streichinstrumente Baden-Württemberg fördert seit 1980 herausragend begabte Studierende. Ihnen werden für Wettbewerbe, für besondere Projekte und Konzerte Geigen, Bratschen und Celli von einigen der berühmtesten Instrumentenbauern zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist ein gemeinsames Projekt der 5 Musikhochschulen in Baden-Württemberg. Und das Konzert heute dokumentiert diese Zusammenarbeit an einem entscheidenden Punkt, nämlich bei der wirklich konkreten Unterstützung der Studierenden. So kann ein hervorragendes Instrument beispielsweise bei einem Probespiel oder auch in einem Konzert den entscheidenden Unterschied machen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit, ein solches Instrument zeitweise spielen zu können, eine unschätzbare Erfahrung. Sie motiviert, sie beeinflusst die persönliche musikalische Entwicklung. Sie hilft sozusagen, die eigene Stimme zu entdecken. Ich darf mich ausdrücklich bei den Initiatoren des heutigen Abends bedanken. Einerseits bei Herrn Dr. Scala und andererseits bei meinen sehr geschätzten Kolleginnen Christine Busch und Anke Dill und bei Konradin Brodbeck, der das Programm zusammengestellt hat. Sie alle engagieren sich seit Jahren für die Landessammlung auch in den entsprechenden Auswahlkommissionen. Und sie haben ein vielfältiges und farbiges Konzertprogramm zusammengestellt, zu dem ich Ihnen nun viel Vergnügen wünsche. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal und auch am Bildschirm, auch ich darf Sie heute Abend ganz herzlich in der HMDK Stuttgart begrüßen. Mein Name ist Dominik Scala, ich bin Kanzler der Hochschule für Musik in Freiburg und gleichzeitig bin ich Geschäftsführer der Landessammlung Streichinstrumente Baden-Württemberg. Wir freuen uns auf ein Konzert mit Künstlerinnen, die ganz überwiegend an der HMDK studieren, die aber allesamt auch ein Instrument der Landessammlung spielen. Die Landessammlung Streichinstrumente ist ein echtes Kleinod in der Kulturlandschaft Baden-Württembergs. 1980 gegründet, hat sie das Ziel, herausragende junge Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg mit hervorragenden Instrumenten auszustatten, um sie in der ersten Phase ihrer Karriere bei Wettbewerben oder bei Probespielen zu unterstützen. Einen Impuls zur Gründung gab damals 1980 die Beobachtung, dass bei internationalen Wettbewerben insbesondere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Ländern östlich des Eisernen Vorhangs mit herausragenden Instrumenten aus staatlichen Sammlungen auftrumpfen konnten. Dem wollte man hier in Baden-Württemberg etwas entgegensetzen und schaffte aus Initiative von Streicherprofessoren aus Baden-Württemberg in einer Mischfinanzierung aus öffentlichen Geldern und privaten Sponsoren die ersten Instrumente an. Über die Jahre ist die Sammlung gewachsen, manche Instrumente sind wieder abgestoßen, andere dazu erworben worden. Mittlerweile sind es 41 Geigen, Bratschen und Celli, die regelmäßig verliehen werden. Auch wenn sich die damaligen Koordinaten systemischer Konkurrenz im Kulturbereich verschoben haben, sind die Herausforderungen für junge Künstlerinnen und Künstler nicht kleiner geworden. Was bleibt? Ein adäquates, ein herausragendes Instrument spielen zu können, ist gerade bei Streicherinnen und Streichern neben allem Talent und vor allem neben allem Üben ein wichtiger Grundstein für die eigene Karriere. Von Anfang an hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg die Landessammlung und die Musikerinnen und Musiker unterstützt und es tut das bis heute. Insofern freue ich mich sehr, dass aus der Kunstabteilung des MWK mit Frau Dr. Feist und mit Frau Dieter gleich 2 Vertreterinnen anwesend sind, um mit uns das Konzert zu genießen. Vielen Dank,
Ihnen für Ihre Unterstützung und auch für das Zutrauen, dass hier öffentliche Gelder in guter Weise angelegt sind. Die Instrumente der Landessammlung müssen gepflegt werden. Und daher freue ich mich auch, dass mit Herrn Rainer Krause der Geigenbauer anwesend ist, der seit vielen Jahrzehnten die Sammlung betreut. Und ich behaupte auch, er ist derjenige, der sich von fachmännischer Seite her so gut kennt wie kein zweiter. Immer wieder müssen an den Instrumenten kleinere oder größere Reparaturen vorgenommen werden. Und für die Entleiherinnen und Entleiher ist Rainer Krause der erste Ansprechpartner bei allen instrumentenbaulichen Fragen. Und die gibt es ja bekanntermaßen im Streicherbereich zuhauf. Gerne ist er auch heute Abend für Sie ansprechbar. Gehen Sie in der Pause gerne auf ihn zu und fragen Sie nach der Sammlung als Ganzer oder nach einzelnen Instrumenten, die Sie hören. Es gibt zu jedem Instrument spannende Geschichten zur Herkunft, zur Geschichte der Reparaturen zu erzählen, wo immer wieder neue Aspekte rauskommen. Bevor wir mit der Musik nun starten, möchte ich aber auch den Kolleginnen und Kollegen von der HMDK Stuttgart hier ganz herzlich für die Organisation dieses Konzerts danken. Ich tue dies besonders gern, weil die Landessammlung auf die Expertise der Professorinnen und Professoren an den Musikhochschulen in Baden-Württemberg angewiesen ist. Die Streicherprofessorinnen und Professoren kommen in der Kommission zweimal jährlich für die Auswahlvorspiele zusammen und sie tun dies ehrenamtlich. Daher möchte ich an dieser Stelle pars pro toto für alle Musikhochschulen, hier die Stuttgarter, ganz besonders Herrn Professor Brodbeck, Frau Professorin Dill und Frau Professorin Busch für ihren Einsatz danken. Ich weiß, dass das keinesfalls selbstverständlich ist und umso mehr freue ich mich darüber. Nun aber uns allen ein schönes Konzert mit schönen Instrumenten und mindestens so schöner Musik. Den Künstlerinnen toi 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 und schon jetzt vielen Dank.
Thank you.
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 Musik.